Hallöchen meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder Ark. Heute mit einem kleinen coolen Glitch in Ark. Nämlich wie ihr Items mit nur einer Farbe färben könnt. Nämlich alle Items, die ihr habt. Also die färbbar sind. Zum Beispiel jegliche Rüstungsart, jegliche Waffenart und jegliche Sattelart. So. Das Einzige, was ihr braucht, ist eine Farbe. Ich würde euch empfehlen, die blaue Farbe zu machen. Die ist ganz billig eigentlich. Da braucht ihr nur 15 Azulbeeren für und 3 Holzkohle. Dann habt ihr die schon fertig. Halt noch ein Wassersack. Ja. Machen könnt ihr diesen Glitch in einem Kochtopf oder in einem Industriekocher. Ich habe jetzt hier überall Kochtöpfe. Ich hätte das jetzt alles in einen machen können, aber ich habe es jetzt so gemacht, dass man für jeden bestimmten Typ von Item einen Kochtopf hat. Und dafür eine kleine Info. So, fangen wir mal. Entschuldigung, fangen wir jetzt mal mit den hier an. Damit ihr den Glitch machen könnt, müsst ihr eine Farbe in den Kochtopf reinlegen, dann drückt ihr einmal auf die Farbe drauf. Schon seht ihr, dass die Items grün werden, die ihr einfärben könnt, dann geht ihr da einmal drauf und schon seid ihr in diesem Menü, wo ihr färben könnt. Jetzt habt ihr unten links diese Leiste hier mit allen Farben, die es in Ark gibt und hinten halt die Farbe, die drinnen liegt. Die niemals benutzen, sonst könnt ihr diesen Glitch nicht weitermachen. Natürlich könnt ihr, wenn ihr diese Farbe benutzen wollt, für andere Sachen benutzen, aber dann müsst ihr hier wieder in den Kochtopf oder in den Industriekocher eine Farbe reintun. So, zum Beispiel nehme ich jetzt hier mal Rot. Wir wissen ja, ich habe hier eine schwarze Farbe drin, deswegen nehme ich jetzt mal Rot, gehe auf Farbbereich 5 und gehe auf Färben. Jetzt auf 3 und gehe auf Färben und so weiter. Man kann jetzt Farben benutzen, die man nicht hat. Und das sehr oft. Zum Beispiel haben wir jetzt hier einen roten Hut. Ein roten Bergbauhelm. Gemacht aus einer schwarzen Farbe. Und diese schwarze Farbe haben wir immer noch hier drin. Wir können hier gleich den nächsten einfärben. Zum Beispiel machen wir das jetzt nicht in Rot, sondern machen das in Blau. Entschuldigung, falls das ein bisschen komisch sich anhört, wie ich rede. Ich habe ein neues Headset und ja, mein Raum ist ein bisschen leer und nicht so schön. Ja, ich habe vorher hier schon mal so einen fast goldenen Brustpanzer gemacht. Und schon hat man so ein schönes buntes Outfit. Das gleiche funktioniert bei den Waffen genauso. Ich habe hier auch schon mal einen schwarzen Revolver gemacht. Wir drücken einmal auf die Farbe, die wir reingelegt haben. Drücken dann auf zum Beispiel das Gewehr hier. Gehen zum Beispiel, mache ich das jetzt auch mal wieder blau. Und schon kann man es blau färben. Man kann auch hier mit Rot weitermachen. Und mit jeglicher anderer Farbe, so wie ihr eigentlich auch färben könnt. So, schon haben wir eine. Ein blau-rotes Sturmgewehr. Oder was ich davor gemacht habe, eine schöne schwarze Pistole. Zack. Schick. Natürlich kann man es auch hier sehen. Und bei Sättel geht es genauso. Ich habe hier schon mal einen Hof gemacht gehabt. So, gehen wir auf den schwarzen, gehen zum Beispiel auf den Stego. Machen den zum Beispiel jetzt einmal ganz gelb. Dieser Glitch funktioniert überall, auch auf offiziellen Server, auf privat gehostete Server, auch im Singleplayer. Funktioniert überall. Ja, und schon hat man einen gelben Stego-Sattel zum Beispiel. So, kommen wir nur zu das, was ich hier drin habe. Man kann, oder man braucht hier eine Farbe für. Was man nicht kann, sind hier raus zum Beispiel Farbpistolen oder Pinsel auffüllen.
Denn wenn man hier jetzt die auswählt und die rauf macht, wird die direkt eingeladen und man kann die nicht weiter benutzen. Das ist schade, sonst hätte man einen Unlimited Coloring Glitch oder wie auch immer man das jetzt nennen könnte, auch für andere Sachen, zum Beispiel für diese Strukturen hier. Aber sonst für jegliches anderes, zum Beispiel für Rüstung, für Waffen, für auch für Schwerter, für alles andere, das funktioniert genauso. Ich hatte hier auch irgendwo eine Spitzhacke. Sagt mir, fern ist auch eine Spitzhacke. Das funktioniert genauso wie alles andere. Zum Beispiel mache ich mir jetzt hier mal eine grüne. Schon haben wir eine grüne Spitzhacke. Das war es eigentlich alles von diesem Glitch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch weitergeholfen hat und ihr mehr solche Videos sehen wollt, dann lasst doch mal ein Like da. Ein Kommentar wäre auch nicht schlecht und dann sieht man sich im nächsten Video. Tschüss.